Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Frei nach der Reihe MMV TV WV oder so. Verdammt, ich weiß es noch nicht. Also bis gleich, viel Spaß. So, ich bin jetzt gerade dabei, die letzten Sachen zu lasern, dass es rausgeht. Bretter, Messer muss ich jetzt gleich noch machen. Kartons und alles, was bis heute bestellt ist, sollte, so der Herr UBS will, auch vor Weihnachten ankommen. Es ist gar nicht so leicht. Wir haben so ein paar Sachen, die mein Weihnachten, der UBS-Mann ist kommen. Dem haben die Arme gezittert, der hat nicht mal seinen Scanner gescheit halten können. So schaffen die zu. Also ja, spannende Phase, würde ich sagen. So, jetzt brauchen wir die Paketaufkleber noch und dann mal gucken. Bis gleich. So, eigentlich wollte ich ja schon Pakete packen. Was macht der Michael? Der muss lasern, weil der Laser Operator krank ist. Hey, jetzt sind dann irgendwann alle mal krank gewesen bei uns. Hältst du nicht aus manchmal? Das ist ja das, was immer ständig noch dazu kommt. Wo du eigentlich denkst, ey, jetzt könntest du doch mal wieder mega laufen. Dann hat ist irgendeiner krank. Ja, ist halt so. So. Die Nicole braucht noch Kartonagen, dass die weiter verpacken kann. Na gut, die geht nicht raus, warum auch immer. Ich brauche noch irgendwann so eine Zwischengröße, dass das noch ein bisschen besser passt. Aber das weiß ich mal auch erst immer im Nachgang, ja, wenn du zwei Paletten, drei Paletten gekauft hast, dann verändert sich ja auch ein wenig das Packverhalten, weißt du, und dann, ja, dann gibt es wieder eine neue, was soll ich sagen, neue Kartons. Da haben wir jetzt auch was verändert. Wir nutzen jetzt noch mehr vom Karton. Oh! Hoppala! So nicht! Sollen wir der Bier das geben? Keine Ahnung. So. Wir brauchen in einer Tour Joghurtgeschichten. Ja, weil die halt auch Joghurt verkaufen. Und dann geht es halt so weiter, ne? Unsere Kartons, also das ist jetzt das, das sind die neuen. Das sind die, ich noch lasern habe. Ich habe nahezu keine Kartons mehr. Das ist geil. Das ist Recycling at its finest, ne? Finde ich. Könnt ihr mir jetzt anschauen, wie ihr wollt, aber ich finde es halt so, ja. Also, dann hoffe ich, dass ich gleich noch mitpacken kann. Bis gleich. So, jetzt packen wir. Endlich, ey, ich habe noch ein saugeiles Paket. Also, und zwar an Andreas. Andreas, ich glaube, für den Winter seid ihr auf jeden Fall der best ausgestattete Haushalt, den man sich vorstellen kann. So gut sind wir bei mir ausgestattet. So, und für alle, die sich immer wundern, dass wir da keine Originalkartons haben. Wir haben von der Bäckerei die Kartons übernommen und jetzt verwerten wir die. So.
Material auch nochmal stellen hier hinten, oder? So wie das aussieht. So, was hat der Sven da? Machen wir dann. Nach Engelskirchen. Nach Engelskirchen. Ja, sag mal. So, der letzte. Der letzte. So, und zwei müssen noch auf die Pakete warten, weil der Michael hat ein Messer, ein großes Messerproblem. Wir haben keine Messer mehr. Wir müssen erst wieder gelasert werden. So, wo haben wir den? Da haben wir ihn. Ja, wird schon weniger. Wird schon weniger. Alter Falter. So. Da blickt da keine Sau mehr durch. Hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Ich habe jetzt wieder ein wenig auf Vorrat gelasert. An den André. Mit dem habe ich ja letzte Woche telefoniert, weil wir die Rechnungsadresse ändern wollten, beziehungsweise die Lieferadresse. Das ist, wenn ihr anruft, kein Problem. Weiß jetzt aber nicht, dass da jeder anruft von mir. Weil sonst komme ich dazu nichts. Wenn jeder seine Adresse ändern will, das wäre auch schlecht. Aber solche Sachen gehen natürlich. Mal schauen, ob man das in einem Paket überhaupt reinkriegen, hey. Es wird kriminell. Nee. So. Ich hab gedacht, vom Eis ist es mehr. Aber so kommen wir klar. Ich muss bloß ein wenig angehackt laufen, weil meine eine Sohle löst sich ab. Von meine Schuhe. Meine Rüber- und Überschuhe sind es. Die kann man auch noch ohne Sohle bedienen. Und ich habe gedacht, die halten im Winter auf jeden Fall noch, weil ab Frühjahr kann ich ja bei der Barfuß laufen. Nö. So. So, Käse. Das eine machen wir hier rein. Es füllt sich so gut aus mittlerweile. Die letzten Weihnachtsgeschenke. Alter, das wird das Beste zum Beste gibt's da.
Das muss so gehen. Das muss so gehen. Haben wir es vergessen? Nee. So, da vorne noch ein wenig ausschöpfen. Oh, da kommt wieder das Schreddermaterial vom Stift zum Vorschein. Gurt, dass ihr was zum Lesen habt. Und Merry Christmas. Und natürlich kiloweise Liebe. Und neu damit, dass was das Geilste ist, heute, ohne dass ich mir Sorgen über die 20 Minuten mache, meinen Vlog beenden. Ja? Das ist doch mal geil. Und die anderen Kobel, ja? Die sind da gebunden dran. Ich sag's euch, ich habe diesen Fehler absichtlich gemacht. Nicht. So. Da haben wir. 13 Kilo sind das. So, unten aus damit. So, das ist nach Hatzenbühl. Wo ihr, also ohne Scheiß. Ich brauche jetzt echt mal so eine Karte im Hintergrund. Ach, der Sven kriegt auch noch was. Zwei Svens kriegen noch was. So, mal kurz Kontrolle. Passt. Ja, passt. In Anführungsstrichen nur das. Nur heißt Joghurt, wo kriegen wir das rein? Mal schnell den Beton machen. Das sollte es gehen, weil wir haben ja die Länge unserer Rollen ist auf die Breite vom Karton abgestimmt. Schon phänomenal. Packe ich auch auf jeden Fall Joghurt. Also unser Joghurt im Glas gibt's da auch. So, dann haben wir die Sandra eigentlich schon fertig, glaube ich. So. Campingplatz am Bauernhof in Knüllwald. Cool. Sehr cool. Läuft das noch? Ja, läuft noch. Komm her, wir stellen mal da oben rauf. So,
als kleine Abwechslung. Milch rein. Und dann unsere Joghurt. Da drin, die kriegen wir nicht rein, ne? Also so. So, sieht ganz gut aus. Haben wir sowas vergessen? Nee, nee, nee. Käse ist dabei. Füllmaterial, so schaut's aus. Nur das Genie beherrscht das Chaos so ganz, gell? Es ist einfach so. Ab in den Knüllwald. So, und jetzt halt kommen wir zu dem mega rosa Kuh-Paket. Und zwar zum Andreas. Oh, das ist ja gar nicht weit von uns. Das geht nach Spalt. Holz. Da ist ein Spalt. Geh mal obi das Guano einfallen. Ja, wo haben wir es denn jetzt? Ja, jetzt gibt's was nicht. Achso, der liegt da hinten. So, da war die Großfamilie ausgestattet, so wie das ausguckt. Hey, davon hätte ich bitte gerne ein Bild. Ohne Scheiße, wenn ihr die alle aufhabt. Geil, wenn der Zeit hat, was man hier, was, wie, wo, nein geht.
verdeutscht sich zwar manchmal auch noch ganz gut, aber zu großen Teilen funktioniert es so, wie man es vorstellt. Aber nur zu großen Teilen. So. Alter. Da brauchen wir kein zusätzliches Verpackungsmaterial. So, sorry, ein paar Mützen, muss ich knietschen. Hilft nicht. So, wo haben wir den? Ah. Eine Gurt. Hey, irgendjemand wollte ja Dingskarten von mir, ne? Geht noch, ja. Autogrammkarten. Leute, ich hab sowas nicht. Ich hab leider keine Autogrammkarten, also insofern, sorry. Faltung machen. Hilft nix. Also wenn ihr euch wundert, warum die Rechnung so klein ist, ist hier verstaut. So. Also, und jetzt muss ich schreddern. Schreddern. Wir kriegen noch eins zusammen. Ha? Und zwar einen Steffen. Das hauen wir noch hin. Aber hallo! Pakete freuen mich immer, weil die so unproblematisch sind in der Handhabung. So, wenn der Stapel wächst, kommen mehr Pakete zu euch. Ja. Ja, auch noch so ein Versandstoffmaterial. Ich muss sagen, ich versuche wirklich alles wieder zu verwenden, ne? Dass man, dass das einfach schön funktioniert. Ja, warte mal. Moment. So, oh, ich muss mich schicken mit dem Paket. Und zwar kriegt jetzt der Lukas eins. Lukas, danke dir für deine Tipps immer.
Mit dem Käse, also das ist ja immer, ich finde es halt immer saugeil, wenn jemand das schon länger macht. Sollst du nur überlegen, wo ist Neido? Du hast da rein? Ja. Und dann ist er weitergibt, also dieser Austausch, den man da hat, der ist einfach mega, 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 mega. Und dann hat der Lukas bestellt und dann habe ich mir gedacht, ich pack da ein bisschen mehr rein. Dass du dir das auf Weihnachten schmecken lassen kannst. So. Und? Was hat er vergessen? Na, den soll ich so mitnehmen. In Käse. In Käse. So. Muss ich die ausstopfen da. So, das ist das letzte Paket, was geht. In diesem Sinne, Lukas, herzlichen Dank. Lass es dir schmecken. Lass dir Stracciatella-Joghurt schmecken. Und ihr abonniert den Kanal. So, jetzt wisst ihr's. So, ich glaube, ich gehe schreddern. Das war mein Tag. Der ganze Tag. Also bis dann. So. Wisst ihr, was das Beste ist, wenn man aus dem tollen Wettbewerb rausgeflogen ist? Ich habe vorhin schon gesagt, man kann überziehen.